الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس القرآن Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran. Sehr geehrte Zuschauer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Darsul Quran-Reihe hier auf MTA. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen, sprich, o meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit, denn Allah vergibt alle Sünden. Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Meine lieben Zuschauer, in diesem Vers wird dem Menschen Mut gemacht, dass die Gnade Allahs unendlich ist und man sollte niemals die Hoffnung verlieren. Und vor allem im Monat Ramadan wissen wir, dass die ersten 10 Tage auch darin eingeteilt sind, dass man nach der Gnade Allahs trachtet und versucht, diese zu erflehen und zu erlangen. Was sind eigentlich Sünden oder Schwächen und Fehler, von denen hier gesprochen wurde im ersten Teil des Verses? Also, dass die Seelen gegen sich selbst gesündigt haben. Eine Sünde ist nichts anderes als das Nichtvorhandensein oder die Abwesenheit der Liebe Gottes im Herzen eines Menschen. Die bezeichnet man als Sünde oder als Hölle. Deshalb hat Allah versprochen, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit, an seine Gnade. Und an einer anderen Stelle heißt es im Heiligen Koran, Rahmati wasiat kullu shay'in. Also meine Barmherzigkeit, sagt Allah, umfasst jedes Ding. Genauso beginnen wir jede Sure mit den Worten im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, Allah freut sich noch mehr über seinen Menschen, der wahre Reue zeigt, um Vergebung bittet. Also der Mensch macht Fehler, er begeht Sünden. Im Heiligen Koran heißt es ebenfalls über die Natur des Menschen, خُلِقَ الْإِنسَانُ زَيْفًا, der Mensch wurde schwach erschaffen. Der heilige Prophet sallam sagt, dass nach diesen Schwächen oder nach seinem Fehler der Mensch, der wahre Reue zeigt und Gott um Vergebung bittet, Gott freut sich noch mehr über ihn als jener Mensch, der ein Kamel verloren hat in einem Wald und gar nicht mehr die Hoffnung hat, dieses Kamel wiederzufinden und er dieses Kamel dann letztendlich im Wald wiederfindet. Gott freut sich noch mehr, wenn ein Mensch verloren gegangen ist durch seine Sünden, durch seine Fehler und letztendlich durch seine wahre Reue und seine Bitte um Vergebung wieder zu Gott findet. Dann heißt es in einem Hadith, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass derjenige, der die Pilgerfahrt, die Hajj unternimmt und mit all den Bedingungen, die sie verrichtet, wie ein neugeborenes Kind wird. Also Gott gibt uns immer wieder im Leben diese Möglichkeit, wieder zu Gott zu finden und wieder wie ein neugeborenes Kind zu werden. Genauso heißt es über den Monat Ramadan, dass derjenige, der diesen Monat so verbringt, wie Gott es von uns möchte, mit all den Bedingungen, dann wird dieser Mensch aus diesem Monat Ramadan herauskommen, reingewaschen, wie ein neugeborenes Kind. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam machte es uns ebenfalls mit einer Anekdote klar, indem er sagte, dass es einen Mann gab, der 99 Menschen ermordet hatte. Und letztendlich kam ihm der Gedanke, nun Reue zu zeigen. Er ging zu einem Mönchen und fragte ihn,
ob es noch irgendeine Möglichkeit geben könnte, dass ihm vergeben wird von Gott. Und er antwortete, nein, du hast 99 Morde begangen, es ist eigentlich also jetzt unmöglich geworden, dass Gott dir verzeiht. Das sind so viele Sünden. Also ermordete er diesen Menschen ebenfalls, aus Zorn, aus Wut, aus Hoffnungslosigkeit. Und dann sagte ihm jemand und riet ihm, dass es an dem und dem Ort bestimmte Menschen gibt. Es gibt da eine Gruppe von Menschen, die sich nur dem gewidmet haben, Gott, also der Gottesanbetung gewidmet haben, nur noch gute Taten vollbringen und so ihr Leben verbringen. Und mein Vorschlag ist, geh dorthin und schließe dich diesen Menschen an. Er machte sich also auf dem Weg dorthin und verstarb aber unterwegs. Die Engel Gottes stiegen herab. Ein Engel, der diesen Menschen in die Hölle nehmen wollte, weil er sagte, das sind so viele Sünden, die er begangen hat, 100 Morde begangen hat. Der andere Engel sagte aber nein, jetzt war er auf dem Weg, um Reue zu zeigen, um Gott um Vergebung zu bitten. Deshalb kommt er ins Paradies. Es wurde so beschlossen, dass der Abstand gemessen wird. Und wenn der Abstand zu seinem letzten Mord kürzer ist, dann kommt er in die Hölle. Wenn aber der Abstand nun zu seiner Reue, also zu jenen Menschen, die fromm sind und ein Leben für Gott verbringen, kürzer sein sollte, dann soll er ins Paradies kommen. Und letztendlich war der Abstand kürzer und er wurde ins Paradies gebracht. Das ist also diese Barmherzigkeit, diese Gnade, über die gesprochen wird. Dann hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls einmal gesagt, dieses Hadith kennen wir alle, das lernen wir in der Kindheit sehr früh schon, die Worte At-Taibu minas-Zambi kamal la Zambalahu. Derjenige, der wahre Reue zeigt von seinen Sünden, sich befreien möchte, er wird so reingewaschen, als hätte er diese Sünden nie begangen. Der verheißene Messias, al-Islam, liebe Zuschauer, hat einmal die Philosophie von Istighfar erklärt und sagte, Istighfar, also Gott um Vergebung bitten, hat Vorrang über Tauba, welches die wahre Reue ist. Warum? Erst schöpft der Mensch oder erbittet Gott, besser gesagt, um Kraft. Und danach, also das ist das Istighfar, und danach ermöglicht Gott ihm, dass er auf seinen eigenen Füßen stehen kann, was Tauba ist, also wahre Reue zeigen. Dafür gibt es aber drei Bedingungen, die der verheißene Messias al-Islam uns erklärt hat. Also was wahre Reue eigentlich bedeutet. Er sagte, die erste Bedingung ist, dass die üblen und schlechten Gedanken aus dem Kopf entfernt werden. Also die Sünden, die man im Sinn hat, die man im Kopf hat, die muss man als abscheuliche und schreckliche Bilder im Sinn haben. Und es soll eine Abscheu entstehen vor diesen Dingen. Das zweite ist, dass eine Scham entstehen soll. Und der Mensch sich Gedanken darüber machen sollte, dass dieser irdische Genuss in Form von Sünden ist nur ein Genuss von kurzer Dauer und zerstört mein Leben. Also das Gewissen wird automatisch sagen, es ist schlecht. Das dritte ist dann, dass man dann einen festen Entschluss fasst und sagt, ich werde nie wieder in die Nähe dieser Sünden gehen. Und dazu ist es wichtig, dass man betet, von Gott diese Kraft zu bekommen, und dann auch sich dafür bemüht und sich anstrengt. Im Heiligen Koran sagt Allah, idfa billati hiya ahsan. Also wehre das Böse mit dem ab, was das Beste ist. Hier ist auch eine Weisheit dahinter, dass man, wenn man von Sünden sich befreien möchte oder wenn man eine schlechte Eigenschaft aus sich verdrängen möchte, dann kann man diesen Platz nicht einfach leer lassen, denn dort entsteht ein Vakuum. Und wenn da ein Vakuum ist, dann ist es ein Naturgesetz, dass dieses Vakuum wieder eingenommen wird. Also wieder kann eine weitere Sünde, eine schlechte Sache, wieder diesen Platz einnehmen. Deshalb ist es wichtig, solange wir unsere schlechten Dinge oder die schlechten Eigenschaften und Sünden nicht aus uns herausnehmen und diese ersetzen durch eine gute Tat, so lange besteht dann immer wieder die Gefahr, dass wir wieder zurückfallen. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Vakuum gefüllt wird durch das Gute. Istighfar bedeutet wortwörtlich verdecken. Also menschliche Schwächen und Sünden werden von Gott verdeckt und Hilfe erflehen von Gott. So ist sowohl für sündhafte Menschen
als auch für den höchsten Rechtschaffenen, also für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Istighfar geeignet. Deshalb sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ich bis zu 100 Mal am Tag Istighfar mache. Das bedeutet nicht, Gott bewahre, dass er ein sündhafter Mensch gewesen ist, sondern das Istighfar dient auch dazu, immer weiter die Nähe Gottes zu erlangen. Der verheißene Messias al-Islam gab uns eine Zusammenfassung von dem, was Gott uns im heiligen Koran dazu gesagt hat und drückt das mit diesen Worten aus, dass Allah im Prinzip mit diesen Worten den Menschen zeigt und sagen möchte, O meine Diener, verzweifelt nicht an mir, ich bin der Gnädige, der Barmherzige, der die Fehler verdeckt, der Allvergebende. Ich bin der Barmherzigste zu euch. So barmherzig, wie ich gegenüber euch bin, wird sonst niemand barmherzig sein. Wenn ihr zu mir kommt, so werde ich alle Sünden vergeben. Wenn ihr Tauba macht, also wahre Reue zeigt, so werde ich dieses annehmen. Auch wenn ihr mit langsamen Schritten zu mir kommt, so werde ich laufend zu euch kommen. Derjenige, der mich sucht, wird mich finden. Wer sich an mich wendet, wird meine Tür immer offen vorfinden. Ich vergebe die Sünden eines Bereuenden, auch wenn seine Sünden so groß wie Berge sind. Meine Barmherzigkeit für euch ist sehr groß und mein Zorn nur sehr klein, denn ihr seid meine Geschöpfe. Ich habe euch erschaffen. Deshalb umfasst meine Barmherzigkeit euch alle. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Mubarak wa sallim innaka hamidu majid. Darsul Quran, Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran.